reingerutscht ist, der sagte der Ramon. Was? Okay. Das hat er gerade gesagt. Aber jetzt habt ihr ihn rausgedisst. Wir machen weiter. Den Code kurz eingeben. Genau, Code eingeben. Ach so, ja. So viel. Wir dürfen ihn euch noch nicht sagen, aber gleich werdet ihr ihn erfahren. Ramon hat sich jetzt wieder rausgenommen, er wollte eigentlich nur mitvoten, hat er gesagt. Und stattdessen war der Scheinwerfer auf ihn gerichtet. Und er musste. Da hast du mal gesehen, wie das ist. Sehr unangenehm nämlich. Ist jetzt 89 dein Alter? Angel Girl 89. Wir haben gestern gechattet, ne? Auf Chat City war das. Ja. Auf Chat City. Auf Knuddels. Ich war dieser Brummifahrer. Warte kurz, ich bin gerade aus dem Thema raus. Du warst der Brummifahrer. Gestern bei Chat City mit Angel Girl 89. Hast du dich als Brummifahrer so genannt, oder was? Nein, ich habe mit dir gechattet. Das ist sinnlos. Das war da alles sinnlos. Nein, ich habe das natürlich verstanden. Natürlich. Mental. So, alle drin? Möchte noch jemand mitspielen? Aus der Regie. Redaktion oder sonst wer? Regie, Timo das kann oder ja nur Regie oder, ja oder Martin sehen. Oder irgendjemand? Los geht's. Sonst mach ich jetzt einfach los. 3, 2, 1, go. Let's start it. So. Der Code wird jetzt auch wieder oben rechts eingeblendet. Für jeden, der Bock hat, auf jackbox.tv zu gehen. UKBK. Was heißt es diesmal? Unsere kleine Bohnenkanzlei. Bohnenkanzlei. Immer schön politisch werden. Bohnenkanzler. Gehirn. Davon haben wir immer gesprochen. Streng dich an. Jetzt kannst du glänzen. Plus, there are winners bonuses at stake. Go. Oh Gott, ich bin wieder... Hä? Achso. Ah. Oh mein Gott. Ich verstehe die Frage nicht. Hooters ist diese Bar, wo die alle Riesenhupen haben. Aber Hooters sind doch Eulen, oder? Wegen diesen Eulenaugen, glaube ich. Aber was will diese Frage von uns? Naja, sowas wie... Ja, mir fällt keine Antwort ein. Aber natürlich nein, keine Antwort, Pimmeln. Aber ich verstehe... Es sowas geht um Pimmel. Nein, es geht um... Ja, die männliche Version von Hooters. Daher würden sie dann alle mit offenem... Gemächt oder eine enge Hose. Ach so, oh, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Oh Mann. Shit, fällt nichts ein. Wäre ich? Ey, und Chef, mir fällt nichts ein. Mir fällt da mir auch nicht, die Frage ein. Ist gerade echt... Komm, das ist doch einfach peinlich. Okay. Ich mache jetzt übrigens Deutsch. Oh nein! Was? Nein! Das war so eine Scheiße! Darf ich mal gerade abschicken? Oh mein Gott, wieso habt ihr denn nicht aufgeschrieben? Ich hab den Long. Ah ja, das ist schon. Wir hatten sogar denselben Gag. Nein. Was hattest du denn? Ne, ich wollte verlängerbar schreiben. Ach aber so. Für, auch nicht gut, aber das immerhin. So. Warum wird denn die Zeit auch nicht auf dem Handy angezeigt? Ja, das stimmt. Das ist, also ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung. Manfred zu Watzenhausen ist ein fucking Slow Horse. Das ist echt. Wir fangen auch ganz unten an heute. Oh Gott, ich will heim. Oh. Ah. Okay. Wir waren schon mal kreativer, oder? Yeah. Ja, immerhin. Der Chat ist ein einziger Facepalm. Ja. Und denkt sich, oh mein Gott. Und den haben wir gespendet. Ja, aber Manfred zu Watzenhausen ist schon ein richtiger Scheißname. Das ist ein typischer Pferdname, würde ich sagen. Das habe ich. Oh Mann, ey, das ärgert mich. Das war aber, was hast du denn geschrieben? Nichts, ich hab's nicht gecheckt. Hellbar. Ja. Was ist das? Da kriegst du Punkte, ey. Das ja, ist es ist einfach nur. Oh Mann, ey. Vor. Aber trotzdem. Ja. Mann, das ist, ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung. Mein Gehirn ist irgendwie. Sag mal, wollten wir nicht eigentlich auf deutsche Antworten umsteigen, dass man ein bisschen mehr auch Quatsch schreiben kann? Ohne das hat man nicht vorher gesagt. Das wurde nicht vorher festgelegt. Die Frage ist, können wir in der nächsten Runde machen? Das ist die nächste Runde. Ab jetzt auf Deutsch. Okay, jetzt. Es ist nur ein Vorschlag. Na gut. Okay. Muss ich?
Boah, nee, ey. Das ist echt eine doofe Frage. Also, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Nicht. Ich würde am liebsten gar nicht antworten, bevor ich irgendwie jetzt. Weil ihr euch gerade fragt, gleich werden wir auch noch mit euch spielen. Wir haben uns entschieden, weil wir so wahnsinnig lustig sind, dass es richtig gut wäre, wenn wir noch eine Runde nur mit uns spielen. Mhm. Und deswegen werden wir in der nächsten Runde euch dazu holen. Ihr könnt euch aber schon mal bereit machen. Warte. Na du? Du bist ja ganz rot. Warte. 5, 4, 3, 2, 1. Das ist so schlecht. Ich muss jetzt irgendwas eingeben. Das war einfach nur Gehirn. First one. Take any US president's name and turn it into something inappropriate. Oh ja, das ist super. Okay, pick your favorite. Abraham. Nein, man muss ja lachen. Der ist aber gut. So, weil, wie man genau weiß, von wem was kommt. Das ist einfach nur, ja. Ich war einfach nicht nötig. Oh, der Chat sagt ja. Der Chat sagt danke. Oh, nicht schlecht, beides. Das ist so mag ich. Sowas mag ich. Das ist ja gleich. Oh, aber gibt's mal das Foto. Da fehlt ein L. Danke, Chat, für die Rettung. An unusual theme for a kid's lunchbox. Daddy's Delight. Oh Gott. Ich hab außerdem schon gewotet. Ah, geil. Aber hoffentlich das Richtige. Ich weiß es nicht. Ich hab einfach meinen dicken Daumen wieder benutzt. Deinen dicken Daumen. Ich hab echt Wurstfinger. Guck dir das mal an. Das sind so, guck dir. Ja, nimm sie wieder weg, bitte. Ja, ich werd keinen Frauenarzt mehr. Oh yeah, baby. There you go. Das ist schade. So schlecht, ey. Next up, the Katy Perry Super Bowl halftime show would have been better with blank. Without her. das muss jetzt okay, aber das ist sein. Sehr gut. Das muss echt ein Quiplash sein. Das wehe, wenn nicht. Wehe nicht. Also außer Tim dürfte jetzt niemand auf Bier tippen eigentlich. Ey, komm, jetzt manipulier nicht den Chat. Ich möchte niemanden manipulieren. Ey, Bier war meine Wahl und ich bin trotzdem für Katy Perry Pillar. Alter, und der Chat sagt Bier. Oh, ey, komm. Was? Ist das euer Ernst? Ist das euer fucking Ernst? Auf deiner Seite. Okay, next one. Ich pack's nicht. Something overheard at the Last Supper. Vote on your devices. What? Oh, thanks for all the fish wäre auch noch gut gewesen. Ja. Schöne Referenz. Ja, bitte, ja. Oh, ich muss ja auswählen. Ja. Oh. Oh Mann. Bier ist halt so. Bier, ey. Oh Gott, das war einfach nur schwach. Das ist jetzt ein kleiner Quiplash? Das ist ein Quiplash. Das ist geil. Das ist auch ein verdienter Quiplash. Dankeschön. Hey, war kein. Oh, no, he didn't. He had what? No, he had not. Oh Gott, ich bin echt bei null. Oh, okay. Alter, Sophia haut jetzt aber rein. Die Chat-Fliege. Oh. This is round three, the last lash. One final chance to catch up. Point values are tripled, and everyone gets the same prompt this time. Yeah. Mm-hmm. The last lash prompt. Go! A tourist attraction in hell. Ah. Oh Mann, ey. Na? Das ist. Also, wenn jemand gerade richtig Bullshit geschrieben hat.
Dann wäre das ich. Na, gucken wir mal, gucken wir mal. So Simon fehlt noch. 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde. 1 Sekunde, Simon, komm. Okay. Nein! Was, aber ich hab's abgeschickt. Aber zu spät. Ach, komm. Ach, du Scheißspiel, ey. Wheel of Torture hatte ich. Immerhin. Oh. Spider Tycoon Royale. Persönliches Meet and Greet mit dem Chat. Stalinrad. Okay, gut, tut mir leid, Stalingrad gewinnt. Kann ich dreimal Stalingrad wählen? Okay. Oh. Stalingrad. Das ist die persönliche Hölle von demjenigen, der das geschrieben hat. Assoziiert ihr da bestimmte? Oh, 1000 Leute machen gerade mit. Oh, sehr gut. Über 1000 Leute. Oh, krass. Ach, schade, Halle. Keine Antwort ist da. Ah. Was meinst du? Ja, das ist schade, wenn man nicht 4 Antworten haben soll. Ja, das stimmt schon. Na toll. Mein Problem ist, ich wüsste überhaupt nicht, was normale Attraktionen sind. Also ich auch nicht, das war auch mein Problem. Oh, nur 2. Was? Und ich glaube, die Antwort von Simon kriegt einfach alle Punkte. Nee, es muss der Chat. Ich habe auch dafür gewotet. Persönliches Meeting. Der Chat weiß, woran Stalingrad er ist. Hätte eigentlich gewinnen. Naja, aber wir gucken mal, ob es. Ja. Ede war ja ganz weit hinten. That's all. Now for the final scores. Na gut, also spielen wir diese Runde mit Chat. Ja, mit Chat jetzt. Okay, cool. Boah, also wir trotzdem souverän. Souverän, aber war das nicht, weil in der ersten Runde keiner gegen mich angetreten ist, weil ihr da nicht eine Antwort nicht abgegeben habt? Ja, das war meine. Also 2000 Punkte habe ich auf jeden Fall dadurch. Okay, komm, jetzt wollen wir mit Chat. So, also, what? Neue Runde, neues Glück. Okay. Und wir spielen diesmal mit Chat. Könnt euch jetzt schon mal bereit machen, wir geben euch gleich den Raumcode. Aber erstmal wir. Erstmal wir und dann geben wir ihn euch. Und dann kommen aber auch nur so viele rein, bis der Raum voll ist. Also ihr müsst schnell sein. Wartet ihr, bis ich drin bin, sonst verkackt. Ihr müsst das im Browser auf eurem Handy quasi. Obwohl, das können wir auch am PC machen. Das kannst du auch am PC machen, ja. Moment. Okay. So. Ich bin auch drin. Simon ist drin. Yes. Nein, nee, ich arbeite dran. Ach, ja, ich bin ja nicht im WLAN. Jetzt können wir aufs Vollbild gehen. Und einer von euch hat auf, genau, bei Simon steht es drauf, aber noch nicht raufdrücken. Wir lassen jetzt erstmal das auf Vollscreen und wir brauchen noch 4 Mitspieler. Go. Kommt rein, der Code ist GIUI. Keiner will mit uns spielen. Doch. Das dauert nur die meisten. Ach stimmt, das dauert ja 20 Sekunden. Ja, Dumbledore, Nullmeister, nix gut. Und so, jetzt sind schon 35 in der Audience. 100. Geil. 3000. Nein. Und Spiel startet. Okay. Machen wir Deutsch oder Englisch? Machen wir Deutsch. Okay, egal, jetzt kann jemand will. Deutsch. Jeder kann jeder, wie er will. Ja, oder? Genau. Ich kann das auch. Okay. Na, ich bin Deutsch jeder, wie er will. Song, jeder will. Check. Schmitty. Check. Players. Sorry, mein Englisch ist bad. Oh ja. Trau mir meine Perücke. I think I already know who the funny one is. Well, we'll see if I'm right. Ich bin jetzt richtig gespannt auf die Antworten. Ja, ich hoffe, ihr werdet richtig lustig. Ich freue mich sehr drauf. You like your answer. And a bonus if you get more votes than your opponent. Go! Alle schreiben. Ich hoffe, ich habe jetzt alles hier. So. Teilweise raffe ich auch nicht ganz die Vorlagen, was daran jetzt so lustig sein soll, an der Vorlage. Ja, ja, ja. Ich muss manchmal echt mich wundern, muss man selbst, wo soll da der Gag versteckt sein? Ja, überhaupt. Den Gag muss man ja dann selbst schreiben. Nein, das habe ich schon verstanden, aber in der Vorlage muss ja zumindest erkennbar sein, dass man einen witzigen Spruch machen kann. Teilweise ist es dann so ein bisschen wahllos. 10 Sekunden. So, Chat, jetzt hängt es an euch.
Dumbledore, wird Dumbledore hier der neue Moderator durch seine guten Gags, die er jetzt bringt? Oder nix gut, wird er zu kann alles oder Nudelmeister? Einer hat's verpannt. Das wird er nicht. Unfassbar schlecht. Naja. A bad first line for your presidential inauguration speech. Okay, okay, beide gut. Beide gut. Das ist echt okay. Schwierig. Es ist so politisch. Das ist echt politisch. Es ist so politisch. Aber das ist wenigstens eine coole. Ja. Ja. Ah, stell's dir einfach vor. Es wäre so, wär für einen kurzen Moment sehr lustig. Schusek hat nichts gemacht. Ah, just kidding. Just kidding. Schusek hat nichts gemacht. Ah. Wenn er dann noch lebt. A terrifying fortune cookie fortune. Oh, das ist gut. You're gonna eat another cookie. Time to vote. You would die when you eat this cookie. Oh man. Hm. Oh, ich weiß gerade nicht, was er gevotet hat. Ich habe nämlich beides aus Versehen mit meinem fetten Finger an. Ja, siehst du, das hatte ich nämlich auch schon. Mhm. Naja gut, lassen wir uns überraschen. Na? Ah. Oh, aber knapp. Ah, ja. Ganz knapp. Voll cool, ich mag das, dass wir den Chat jetzt mit drin haben. Ja, die sind lustig. Die sind lustig. Geht lustiger als wir. Es sind noch nicht alle dran gewesen. A lesser known ingredient in most microwave pizza pockets. Farida Fly. Hä? Wie geil. Was? I like that. Das ist ja. Es ist so stumpf, dass es wieder gut ist. Mhm. Das ist my opinion. Micromaves wäre auch gut. Ja, da komm ich mal. Mach jetzt mal einfach nur Opposition. Nudelmeister. Oh! Ich bin immer auf Simons Antwort, dann mag ich deinen Humor offensichtlich. Coming up next, I want them with Superman's microwave. Special power that he never tells anyone about. Oh, that's off to you. Superman. It's voting time. Ist ja wohl klar, von wem das ist. Ich weiß nicht, ob das so klar ist. Ah, okay, ich muss mich entscheiden. Gut. Ja, das ist 1000 Leute, ey. Das war so klar. Ja. Wieso war das? Wieso war das so klar? Das ist total tiefenpsychologisch erklärbar. Wo diese Antwort herkommt. Weil ich sehen kann, mit wem ihr zuletzt was hattet oder wieso. Moment. Das kannst du so. The password to the secret high society sex club down the street. Mm. Okay, gut, scheiße. Okay. Leck, die sind beide ganz gut. Ja. Ich muss sagen, ja, ich bin stolz auf euch. Wer auch immer die Antworten hatte, nichts gut. Beide Chatmitglieder, finde ich, haben es. Oh, das ist doch fast ein Quiplash. Aber es ist immer schwerer, ein Quiplash zu kriegen, je mehr Leute mitmachen. Ja, oder? Ja. Deswegen, ja, du musst halt alle von deinem Witz und Humor überzeugen. Next up. Okay, fine. What do you want to talk about then? Vote on your devices. Da hätte man sich natürlich jetzt mehr Mühe geben können. Ja, das finde ich. Ich will auch mal sowas machen. Auch mal ganz easy ein paar Klicks abschreiben. Ich stimme nicht ab, weil es zu lame ist. Ich will, oh, scheiße. Ich hab, oh. Stimmt. Ja, aber das ist immer im Ernst. Das finde ich aber auch so eine dumme Frage. Ja, aber do you want to talk about that? Ja, okay. Aber das ist ein Quiplash. Nein. Oder? Doch. Leck. Für die. Hat mal einer Quäse probiert? Ja. Quäse ist fürchterlich. Was? Mal so. Denn ja, manchmal. Das ist so schlecht, das Babyproblem, wie so viele Punkte ein guter Eiweiß. Das ist so doch schlecht. Ich hab da auch keine Sekunde nachgedacht. Radio Standard didn't pick. Die kann ich auch fragen, gell? Was ist denn das mit dem Hirsch? Ist irgendwie, was ist denn mit dem Hirsch? Das ist, glaub ich, der Hirsch, ich glaube, ich weiß, wer der Hirsch geschrieben hat, aber. Nee, es muss Santage sein. Es muss. Hey, das ist klar, aber die Frage ist, was ist mit dem Hirsch? Also, woher kommt der Running Gag auf einmal? Ja, das kann wir gleich. Na gut, ja, ich frag mal gleich. Mhm. Das ist ein bisschen eindeutig. Ja. Yum, 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 yum. Was ist denn Quäse? Das ist aus Quarkkäse. Der ist sehr eiweißhaltig und stinkt. Ja. Ein guter Käse stinkt immer.
Oh nein, so viel. Ich hatte den Anti-Mobbing-Club irgendwie. Anti-Mobbing-Club? Ach Mensch, ey. Naja. Wurdest du gemobbt in der Schule? Wer nicht? Ich hab gemobbt. Ach, du warst der. Du warst auf der anderen Seite. Echt, Sophia? Klar. Von wem denn? Oh, guck dir das an. Ich schaff's einfach nicht. Ah, ich hab's aufgehört, meiner Mutti zu erzählen. Sich wegen der Schlägerei haben dann alle Eltern miteinander telefoniert. Und seitdem habe ich meiner Mutter aber nie erzählt, wenn ich Probleme mit jemandem hatte. A strange thing to keep as a pet. Oh, come on. Echt. Fuck. Entschuldigung. Bin meinem eigenen Lachen verfallen. Das raff ich nicht. Oh Mann. Ich verstehe das nicht. Warte, ich mach was. Ich verstehe das nicht. Wer hat denn außer mir diese Frage? Ich verstehe die Frage nicht. Ich guck nicht. Was soll man da antworten? Oh Gott! Das wird eng jetzt. Ja, jetzt machen wir noch zu Ende. Wir machen das noch kurz fertig. Oh Gott, nee. Oh nein, kann ich noch zurück? Oh shit. Oh, das wird unangenehm. Aber wir schaffen das leider nicht mehr. Wir haben gar keine Zeit mehr, uns die Antworten anzugucken. Ja, stimmt, ich hätte euch mal den. Ich gehe raus, bevor die Antworten kommen. Tut mir leid. Ich muss jetzt verschwinden. Aber du musst abstimmen auf dem Ton. Das mache ich außerhalb der Kamera. Ja, genau. Jetzt komm her, meinst du auch schlecht, Simon? Ich dachte, du gehst aufs Klo, du kannst nicht. Ey, come on. Echt, komm. Wer mit Babyproblemen hier einen Quiplash holt, der muss sicherlich sitzen bleiben. Ohne Witz. Naja, aber es war eine dumme Frage. Okay, war beide schlecht. Okay, also, Das ist alles so mittel. Ich hab wieder gewotet. Wieso hab ich wieder gewotet? Ich hätte einfach nicht voten müssen. Das ist so schwach. Das ist so schwach. Das ist so schwach. Aber immerhin. Ich hab nicht abgeschlossen. Ja, zu Recht. Marco, das war eine schlechte Antwort. Ich weiß, ich bin noch nicht happy darüber. Deswegen habe ich die anderen nicht geschafft, weil der so lange überlegt hat. Rejected tagline for Star Trek instead of space. The final frontier was space blank. It's voting time. Okay. Schwarzer Kaffee, Junge. Space. Ja gut, aber schwarzer das ist, Kaffee, Junge. Da gewinnt im Grunde auch ein Running Gag und ein Insider. Das sind die Insider. Aber es ist schon richtig. Ja. Verdient gewonnen. Ja, ist ja noch nicht gewonnen, wer weiß. Also es kann jetzt noch. Schwarzer Kaffee, Junge. Echt, ohne Scheiß. Boah, aber das ist ein Quiplash. Mir ist halt nicht raff, die scheiß Space-Taste, weil Worttrennung wichtig ist. Seid ihr eigentlich alle dumm oder was? Das war voll auf Kaffee, Englisch Junge. Immer. Oh nein, das war ja voll witzig. Lass mir die Ruhe, ey. Space, weil Worttrennung wichtig ist. Das ist doch super, Mann. Ja, es war super. Das ist clever. Aber oh, das ist gut. Karl Klammer gefällt mir. Gewinnt. Staubkern. Den haben wir alle. Ja, das mit der Worttrennung war im Nachhinein besser. Das stimmt. Ja, nur also, weil das einer schreibt. Kann vergessen. Schreiben alle! Schreiben drei. Dreimal. So, habe ich jetzt gelesen. Ich habe mit der Punkte gerechnet. Ich bin enttäuscht. Oh Mann, ich möchte wirklich nicht. And next, the best part about being Donald Trump. Okay. Time to vote. Abwarten. I reject the vote. Was denn? Ich habe nicht gesagt, dass der Präsident werden soll. Ich sage nur, dass das sein wird. Ja. Jetzt hast du ja gesagt. Na, also besser als sorry, gibt keinen, ist es ja wohl. Ja, ich hab's aus Versehen getippt. Not caring about your hair wäre vielleicht. Ein Ding. Das ist. Der wird was politisch aufgeladen, was einfach witzig sein soll. Es war nicht witzig, auch wenn es sein sollte. Na gut, wir kommen gleich nochmal zu deinen Antworten. So, ein bisschen das ist ganz sicher jetzt die wichtige Antwort von Sophia. It's voting time. Okay. Gut. So Socken zu filmen. Achso.
Nee, ignoriere ich. Ja, würde ich auch machen. Glaubt ihr, schadet mir damit? Nein, ich weiß es auch. Glaubt ihr ernsthaft, ihr schadet mir damit? Vor allem, wenn es Harry Butt wäre, also der Name Harry würde Sinn geben, weil nämlich Harry. Aber es ist Quick und die Hennig. Okay. Wir hätten einfach aufhören sollen, als wir noch oben waren. Ja, nach der Runde müssen wir ja leider aufhören. Leider. Das war's auch schon, glaube ich. Nein, eine haben wir noch. Of a dog food brand. Ah, nee, der erste, das habe ich ja noch. Oh, dann noch zwei. Nee, wir haben noch zwei. Cat Lecturer ist eh gut. Gut, Marco. Ja, Entschuldigung, das war ein bisschen sehr schnell für mich. Coming up next. Und noch ein Ice Cream Flavor that no one would ever order. Oh, das hatte ich auch nicht. Vote on your devices. Ey. Es ist so. Es ist, so. Es ist aber auch alles so, so getriggert alles. Ja, ja, du willst, die, du weißt genau, dass es. Aber ich finde eigentlich, geschmacksneutral ist eigentlich die bessere Antwort. Aber Puppelschweiß ist einfach lustiger. Ich komm, ich mach jetzt einfach geschmacksneutral weiter. Ja, wir moderieren jetzt auch ab. Wir können uns jetzt da kommt noch eine. Wir gucken uns die Punkte noch an. Jetzt müssen wir es auch durchziehen. Jetzt kommt verflixte Klicks, Mann. Da habe ich Bock drauf jetzt mit Lars und Florentin. Wollen wir jetzt gucken? Das kommt ja auch gleich. Aber erst kommen die News. A gift nobody would want. The Blank of the Month Club. Time to vote. Na was? Warum nicht? Du hast gelächelt. Na toll, gegen AIDS kann man wieder nichts machen. Das ist genauso wie Cancer. AIDS ist finally, das ist so eine typische Simon-Antwort. Ja. Entweder du antwortest Krebs oder AIDS. Das was soll ist ich Krebs war von mir. Was soll ich? Er ist Krebs, dann ich bin AIDS. Hier, dieses Sofa. Er ist Krebs, ich bin AIDS. Okay. So. Was soll aber ey. Ey, cool. Danke. Sophia kriegt ich freue mich. Ach komm! Schwengel of the Month ist schon geil. Ja, nein. Man kann jetzt halt auch überall nicht. Okay, Punktetafel noch. Danach ist mehr raus. Oh Gott, bitte endlich. Oh, der Druck. Nee, ich werde nie wieder Quiplash spielen. Das ist ein fürchterliches Dreck. Das hast du damals schon gesagt. Ja, okay. Ich wurde hier abgeholt. Super, wir haben richtig abgekackt. So, wir müssen. Okay. Ja, wir machen jetzt hier Schluss. Super. Schade, wobei wir, Runde wir nicht können mehr. Hier noch verdeckt weiter. Nee, ich habe schon ausgemacht. Sorry. Du hast die Tastensperre nur drin. Wir spielen verdeckt weiter. Wir können verdeckt noch weiterspielen. Die Community kann ja noch am Jackbox TV das verfolgen. Jetzt gibt's die News. Danach gibt's Premiere von Verflixte Klicks. Das wird geil. Besser als Lars und Florentin. Das wird super. Also dranbleiben, weitersagen. Tschüss. Viel Spaß!